Anhörung zur Teilrevision vom Gesetz über die Aargauische Kantonalbank. Der Landammann Roland Progli, Vorsteher vom Departement Finanzen und Ressourcen, wird Ihnen die Anhörung zum neuen AKB-Gesetz vorstellen. Und im Anschluss an die Präsentation stehen der Landammann und Peter Eimer, Leiterabteilung Finanzen, für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Medienkonferenz besteht die Möglichkeit für 1-zu-1-Interviews in der Reihenfolge der Dringlichkeit der elektronischen Medien zuerst. Ich übergebe das Wort dem Landammann Roland Progli. Danke, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur heutigen Medienkonferenz zur Anhörung von der Teilrevision vom Gesetz über die Aargauische Kantonalbank. Bei der vorliegenden Revision handelt es sich um inhaltlich ganz verschiedene Themen, die einer Lösung dann auch zugeführt werden sollen. Es geht um Vorschläge für den Schuldenabbau, Sie sehen es hier, von der Spezialfinanzierung Sonderlasten, Massnahmen zur Stärkung des Gesamtkapitals der AKB, dann die Neugestaltung der Staatsgarantie sowie neue Regelung zur Wahl- und Amtsdauer vom Bankrat und letztendlich zur Genehmigung der Vergütungen der Geschäftsleitung. Viele von diesen Themen sind mit parlamentarischen Vorstössen, Sie wissen es, aufgegriffen worden und sind Folge der erhöhten Risikoanforderungen nach der Finanzkrise. Ebenso ist die Frage der Entlöhnung in den letzten Jahren in der Schweiz breit diskutiert worden. Mit der Annahme der Minderinitiative hat das Volk hier Weichenstellungen vorgenommen. Ende 2013 hat die Spezialfinanzierung noch eine Schuld von 970 Millionen Franken ausgewiesen. Da kann man in der Rechnung nachschauen. Von bisher aufgelaufenen rund 3,2 Milliarden Franken Aufwand und für die Ausfinanzierung und den Systemwechsel von der Personalvorsorge und von der Sondermülldeponie Köllike haben bis heute also, wenn man die Zahlen anschaut, 2,2 Milliarden Franken primär mit Beteiligungserträgen abgetragen werden. Mit der Schaffung der Spezialfinanzierung sollen die Aufwände der Spezialfinanzierung mit Erträgen beglichen werden, die wie die Lasten in früheren Generationen, möglichst in den gleichen Generationen, entstanden sind. Neben Erhöhungen von Ausschüttungen sind auch Teilverkäufe von Beteiligungen geplant gewesen. In der Zwischenzeit hat sich ja die Lage bekanntlich geändert. Grosse Beteiligungserträge zugunsten von der Spezialfinanzierung Sonderlasten sind weggefallen. Das betrifft auch insbesondere die Schweizerische Nationalbank und Taxpo. Die AIW und AKB dagegen weisen stabile oder gar steigende Ausschüttungen auf. Für die heute noch bestehende 1 Milliarde rund, 970 Millionen Franken. Schulden ist aber eine Lösung zu finden. Es sollen alle neuen, zuerst einmal, Heimfallverzichtsentschädigungen aus Kraftwerkkonzessionen in der Grössenordnung von 400 Millionen, wie sie anstehen, der Spezialfinanzierung Sonderlasten zukommen. Und zweitens, neu soll auch die AKB einen zusätzlichen Beitrag an Schuldenabbau von der Spezialfinanzierung leisten. Der Regierungsrat schlägt im Rahmen der Anhörung drei Varianten vor. Variante 1, sehen Sie hier, sieht die Schaffung von 100 Millionen Franken Partizipationskapital vor. Es soll in mehreren Tranchen dann veräussert werden. Partizipationskapital
Eigenkapital ist heute bei Kantonalbanken ein Instrument, das hin und wieder ergriffen wird, um für das Publikum eine Beteiligungsmöglichkeit auch zu schaffen. Die Eigentümerrechte bleiben ja bei dieser Variante vollständig beim Kanton. Die Variante 2 ist Aktienkapital, sie sieht die Schaffung von Aktienkapital vor. Das ist mit einer Rechtsformänderung selbstverständlich verbunden. Und das heutige Dotationskapital von 200 Millionen Franken würde in Aktienkapital umgewandelt und auf 300 Millionen Franken erhöht. Dafür würden Aktien mit einem Nominalwert von 100 Millionen Franken veräussert. Eben die 100 Millionen Erhöhung. Und der Drittel soll gesetzlich fixiert werden. Das ist Variante 2. Bei diesen beiden Varianten 1 und 2 würden die Beteiligungspapiere von der AKB an der Börse gehandelt. Sowohl Partizipationsschein wie auch Aktien. Dadurch ergänzen sich folgende Vorteile. Ich werde Ihnen Vor- und Nachteile kurz schildern. Vorteil: Das Grundkapital der AKB wird um maximal 100 Millionen Franken aufgestockt. Die Sicherheit der Bank wird gestärkt und für den Kanton das Risiko vermindert. Ein zweiter Vorteil: Das Kapital würde gegenüber einem breiten Publikum geöffnet. Dadurch würde das Volk an der AKB beteiligt. Die regionale Verankerung der AKB steigt und die Beziehung zu ihren Kunden würde intensiviert. Und der dritte Vorteil: Durch den Schuldenabbau der Spezialfinanzierung würde die finanzielle Handlungs- und Risikofähigkeit des Kantons verbessert. Es gibt aber auch Nachteile. Und diese Nachteile werde ich Ihnen die hauptsächlichen auch aufzählen. Erstens, der Verkaufserlös von diesen Wertpapieren hängt natürlich von der Marktsituation ab und könnte allenfalls die nicht anvisierten Ziele, der anvisierte Ertrag allenfalls nicht ergeben. Zweiter Nachteil: Mit dem Teilverkauf verzichtet der Kanton auf einen Teil vom aktuellen und zukünftigen Wert der Bank. Und der dritte Nachteil: Der administrative Aufwand sowie im Fall von einem Aktienkapital höhere Steuern faltet negativ zu Buch. Also höhere Steuern, die auch ein Anteil Bundessteuer wäre, wo man im Bund noch Steuern zahlen müsste. Und der vierte Nachteil: Bei der Partizipationsschein. Partizipationsschein weichen vom Grundsatz eine Aktie, eine Stimme ab. Sie sind aus dieser Optik heute auch außerhalb der Kantonalbanken nicht mehr gerade zeitgemäss. Und Variante 3? Die Variante 3 bringt im Kanton, wie Sie hier sehen, ab 2016 eben der ordentlichen Ausschüttung von 65 Millionen Franken, die wir jetzt jährlich haben, die wir auch behalten wollen. 65 Millionen Franken, die ordentliche Ausschüttung. Zusätzlich eine jährliche Zusatzausschüttung von 25 Millionen Franken während 20 Jahren. Die Zusatzausschüttung der AKB stellt das Versprechen dar, das in die Übergangsbestimmungen des AKB-Gesetzes aufgenommen wird. Die AKB ist mit diesem Vorschlag einverstanden. Auch bei dieser Variante kann die AKB ihr Gesamtkapital stetig erhöhen, weil das ist ja auch noch wichtig, kommen wir dann noch dazu. Die Schuld von der Spezialfinanzierung Sonderlasten kann nicht sofort, aber kontinuierlich über 20 Jahre halt abbauen werden. Der Regierungsrat erachtet diese Variante
als die einfachste und vorteilhafteste für den Kanton und die Bank, um die Schuld von der Spezialfinanzierung Sonderlasten zu reduzieren. Ein neues Ziel wird im Gesetz formuliert aufgrund der FINMA-Richtlinie. Nämlich das Ziel vom Gesamtkapital, von der Gesamtkapitalquote. Die Veränderung gegenüber dem bestehenden Stand ist primär formaler Natur. Heute wird von der FINMA nicht der Eigenkapitaldeckungsrat, sondern Gesamtkapitalquote, das ist eben neu, als maßgebende Zielgröße definiert. Und das wollen wir in diesem Gesetz nachvollziehen. Und die Änderung von der Gesamtkapitalquote ist zweitens aber natürlich auch inhaltlicher Natur. Ende 2013 hat neu gerechnet die Gesamtkapitalquote von der AKB 15,6% beträgt. Die minimale Anforderung von der FINMA für die AKB bei dieser Gesamtkapitalquote beträgt nur 12%. Die AKB hat verschiedene wirtschaftliche Szenarien evaluiert und darauf basierend ein höheres Ziel als eben die 12% definiert. Und der Regierungsrat kommt zum Schluss, dass ein Ziel von 16% angemessen ist. Und das soll im Gesetz nicht in absoluten Zahlen, aber in der Umschreibung festgehalten werden. Mit dem Ziel soll auch ein starker wirtschaftlicher Einbruch für die AKB verkraftbar sein. Was wir ja nicht wollen. Verkraftbar sein, ohne dass sie Hilfe von außen braucht. Die AKB kann das Ziel aber natürlich auch überschreiten. Neu wird das Ziel nicht mehr als absolute Grösse, wie wir es bis jetzt im Gesetz hatten, die 165% Eigenmitteldeckungsrate, sondern als Zuschlag von den Mindestvorgaben von der FINMA 4%, 12 plus 4, definiert. Das hat den Vorteil, dass ein kantonales Gesetz nicht ständig revidiert werden muss, wenn auf Bundesebene Kapitalvorgaben weiter verschärft oder neu definiert werden. Ein Wort zur Neugestaltung der Staatsgarantie. Aufgrund eines überwiesenen Vorstoss ist auch die Staatsgarantie vom Kanton für die AKB zu überprüfen. Ausser die Berner Kantonalbank und die Waadtländer Kantonalbank kennen alle 22 Kantonalbanken Staatsgarantie. Die Genfer Staatsgarantie ist beschränkt. Und wir haben die Staatsgarantie geprüft und sind zum Schluss gekommen, dass eine Einschränkung im Vergleich zu heute keinen Vorteil bringen wird. Die heutigen verschärften Regelungen auf Bundesebene mit höheren Kapitalanforderungen, beispielsweise, wie ich gerade gesagt habe, reduzieren die Wahrscheinlichkeit von einem Staatsgarantiefall. Die FINMA müsste schon dann einschreiten, wenn alle Forderungen gegenüber der AKB noch vollständig gedeckt sind. Die Sanierungsmassnahmen müssten ergriffen werden, bevor es zum Bankenkonkurs käme. Partizipationsscheine oder Aktien sind selbstverständlich von der Staatsgarantie ausgenommen. Das müssten wir eben auch hier definieren, falls es solche gibt, weil ja, Partizipationsscheine und Aktien Eigenkapital darstellen würden. Kommen wir zur Wahl- und Amtsdauer vom Bankrat. Mit der Revision sollen aufgrund der heutigen Anforderungen Anpassungen bei der Wahl
und der Amtsdauer des Banknot vorgenommen werden. Neu soll der Regierungsrat den Bankrat von der AKB wählen, wie wir auch mehrmals im Zusammenhang mit den letzten Wiederwahlen oder Erneuerungswahlen gehört haben. Mit dieser Änderung wird sichergestellt, dass den fachlichen Anforderungen höhere Bedeutung zukommt als politischen Anforderungen. So wird auch sichergestellt, dass die FINMA Kandidaten rechtzeitig überprüfen kann. Und das ist ja nötig. Das verlangt die FINMA. Auch mit der Beurteilung der Öffentlichkeit und einer möglichen politischen Auseinandersetzung mögliche Kandidaten von der Bewerbung abgehalten werden. Die Altersbeschränkung soll neu so formuliert werden, dass niemand am 70. Geburtstag einfach ausscheidet. Die Amtsdauer von einem Jahr soll zu Ende geführt werden. Die Bestimmungen zur Wahl- und Amtsdauer sollen auch bei den kantonalen Anstalten Gebäudeversicherung, AGV, SVA Aargau und BVG und Stiftungsaufsicht sowie im Organisationsgesetz einheitlich umgesetzt werden. Der Regierungsrat hat bei der letzten Revision des AKB-Gesetz beantragt, auf die Einsitznahme von einem Regierungsrat im Bankrat zu verzichten. Hat die Regierung beantragt. Der Grossrat hat dann aber anders entschieden. Und es liegt jetzt nicht an der Regierung, das wieder zu kehren. Der Regierungsrat sieht keinen Anlass, diese Frage jetzt von sich aus wieder aufzurollen. Wir haben aber politische Signale gehört. Und wir unterbreiten darum im Zusammenhang mit dieser Anhörungsvorlage diese Frage auch im Fragenkatalog zur Anhörung. Ein Wort zur Genehmigung der Vergütungen und der Übernahme von Gesellschaften. Wir haben ja zwei Motionen dazu. Und diese Motionen werden wie folgt umgesetzt. Die erste Motion fordert ja Vergütungen von einem einzelnen Geschäftsleitungsmitglied auf maximal das Doppelte vom Regierungsrat zu beschränken. Und der Regierungsrat kommt dem Anliegen entgegen. Es ist so klar beschlossen worden mit dieser Motion. Gleichzeitig soll das Vergütungsreglement und die Vergütungen von der Geschäftsleitung von der Bank durch den Regierungsrat genehmigt werden. Und die zweite Motion fordert, dass Übernahmen von Gesellschaften durch den Grossen Rat bewilligt werden. Der Regierungsrat schlägt jetzt vor, dass der Regierungsrat Übernahmen und Verkäufe aber eine Höhe von 20 Millionen Franken beschliessen soll. Eine Bewilligung durch den Grossen Rat würde solche Übernahmen praktisch verunmöglichen, weil die Geschäfte schnell und vertraulich abgewickelt werden müssen. Auch soll der Grenzwert von 20 Millionen Franken eingeführt werden, damit nur grössere, für das Eigenkapital der Bank wichtige Transaktionen davon betroffen sind. Der Bankrat hat im Regierungsrat Antrag zu stellen. Ich werde nochmal wiederholen, was wir mit dieser ganzen Revision erreichen. Mit der Revision soll erstens ein weiterer Abbau der Schulden, sprich Sonderlasten, unter anderem durch einen Sonderbeitrag der Aargauischen Kantonalbank programmiert werden. Zweitens, aufgrund der neuen Corporate Governance Richtlinie und der Minderinitiative bei der Wahl des Bankrats eine klare Rollenaufteilung zwischen dem Grossrat und dem Regierungsrat herbeigeführt werden. Drittens, den Vorgaben der FINMA Rechnung getragen werden, insbesondere was die
eine Gesamtkapitalquote betrifft. Und viertens, Vorstöße, wie ich gesagt habe, betreffend Vergütung, betreffend Beteiligungen, Vorstöße vom Grossen Rat sollen umgesetzt werden. Jetzt bin ich selbstverständlich gern bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Das Mikrofon wäre offen, wir wären bereit für die erste Frage. Herr Aschwander. Mit welchem Interesse haben Sie angesichts, dass Sie jetzt heute die Vorlage werden vorstellen, Diskussionen im Zürcher Kantonsparlament verfolgt in den letzten Wochen? Ja, selbstverständlich immer mit sehr grossem Interesse. Mich interessiert alles, was wirtschaftlich läuft in der Schweiz und aber auch natürlich finanziell und bankenmässig. Und eigentlich muss man sagen, wenn wir jetzt das machen, was wir hier anzielen, dann liegen wir nicht so sehr daneben. Dann liegen wir, meine ich, auch auf Kurs. Es gibt immer Pro und Contra, beispielsweise bei der Partizipationsschei, wenn Sie die ansprechen, haben wir auch gesagt, hat Vor- und Nachteile. Und das muss man sich gut überlegen. Hat natürlich auch Vor- und Nachteile, und wir wissen ganz genau die Geschichte dazu, wenn wir eine Rechtsformänderung würde machen. Und sicher hat es auch gewisse Nachteile, wenn wir jetzt beispielsweise würde ich sagen, wir tun die Sonderausschüttungen über 20 Jahre nicht als Versprechen wollen einführen. Aber alles in allem, ich würde meinen, unsere Kantonalbank hat weniger, viel weniger nach außen gewirkt als die Zürcher Kantonalbank. Und darum würde ich meinen, unsere Kantonalbank ist eine sehr solide und stabile. Und ich hoffe natürlich auch, dass das in der Politik überschwappt und abfärbt. Herr Kling. Eine Frage noch, Herr Landamer, zu diesen drei Varianten. Sie haben ja gesagt, Sie favorisieren die dritte Variante bei der AKB und die AKB sagt auch damit einverstanden. Erlaubt das auch der Umkehrschluss, dass die AKB bei den anderen beiden Varianten, wie die Regierung auch, nicht würde ja sagen? Und dann noch eine Folgefrage zu der dritten Variante. Besteht da nicht auch eine gewisse Gefahr von der Aushöhlung von der AKB, wenn sie soll, nebst der ordentlichen Gewinnausschüttung künftig jährlich noch 25 Millionen auszahlen? Es gäbe ja auch noch eine andere Variante wegen der Abgeltungen, die sie bekommen. Die Nationalbank wird ja wahrscheinlich demnächst wieder Geld ausschütten. Man könnte ja künftig auch einfach all diese Erträge für die Spezialfinanzierung Sonderlasten verwenden. Dann könnten sie die Schulden sogar noch schneller abzahlen, ohne die AKB zu belasten. Also eben, es stellt sich schon, das sind jetzt verschiedene Fragen natürlich. wenn wir jetzt am Schluss bleiben. Also, wir tun die Kantonalbank nicht aushöhlen mit dieser Variante von 25 Millionen Franken Sonderausschüttungen 20 Jahre lang. Das ist ja bewusst der Betrag gewählt, der längt. Gleichzeitig eben auch bei der Kantonalbank die Gesamtkapitalquote können aufstocken. Und mit einer Gesamtkapitalquote über 16% und möglicherweise sogar noch mehr, weil wir sind ja sehr nahe schon dabei. Wenn wir jetzt schauen, dann werden wir mit den 15,4%, die wir jetzt haben, wenn es so weitergeht, die 16% im 17. erreichen. Und dann haben wir gar kein Problem. Also es geht nicht um eine Aushöhlung, es geht absolut nicht um eine Aushöhlung von dieser Bank. Von dem kann keine Rede sein. Jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, ja, wie schnell wollen wir denn die Schulden abtragen? Ich habe vorhin gesagt, von Heimfallverzichtsentschädigungen, das ist die eine Seite, die 400 Millionen, die wir dort einmal rechnen damit in den nächsten Jahren, und hier 500 Millionen und dann haben wir es. Wisst ihr, das andere ist natürlich eine finanzpolitische
Frage erster Güte, ob ich jetzt alle Beteiligungserlöse sind halt so, einmal kommen sie und einmal kommen sie nicht. Sie sind eben lang gut immer kontinuierlich geflossen, da hat gar niemand etwas gesagt. Aber jetzt können wir doch nicht davon ausgehen, dass wir alle Beteiligungserlöse, und das müssen ja konsequent sein, SNB, AXPO, AEW, AKB und andere, kleinere, Reisalinen, dass wir das alles in die Spezialfinanzierung hinein tun. Wir können doch nicht jetzt, wo wir finanzpolitisch derart unter Druck sind, alle Einnahmen, die sowieso gerade bei den Beteiligungen halt ein bisschen am Zusammenbrechen sind oder ein bisschen am Reduzieren sind, können wir doch nicht ausgerechnet auch noch auf alle verzichten, finanzpolitisch. Das macht jetzt keinen Sinn und das macht niemand. Und da würden wir uns natürlich auch bei der ganzen Finanzpolitik ein bisschen ins Hinterfeld einführen. Wir können nicht in dieser Generation, wo wir sind, sämtliche Schulden, das habe ich auch lernen, sofort runterfahren. Wir zahlen immer noch jährlich von Gesetzes wegen 11 Millionen Franken an die alten Netto-Schulden. Und was immer an Überschuss rausgeschaut hat, haben wir in der Regel nicht einfach die Ausgleichsreserven da, sondern wir haben es vielmal in die Schuldenrückzahlungen hinein. Sonst wären wir nicht auf die 2,3 Milliarden Schuldenreduktionen gekommen, die wir gemacht haben. Und bei der Nettoverschuldung sind es auch etwa 250 Millionen gewesen. Ja, Entschuldigung, das war ja der erste Teil von der Frage. Die hätte ja eigentlich müssen kommen, wenn ich das gesagt habe, da sei ich einverstanden. beim anderen Ort, das wäre aber ein Trugschluss. Ich bin mit der AKB natürlich immer auch im Gespräch und daraus geht hervor. Sie schaut natürlich, als die schlechteste Variante ist natürlich nach wie vor, das sind alte Sachen, die dann hier wieder auf sich enden. Die schlechteste Variante wäre für sie die Rechtsformänderung. Nachher ist sie auch skeptisch gegenüber der Partizipationsschiene. Und die Skepsis gegenüber der Partizipationsschiene darf man haben, weil möglicherweise erreichen wir die Zielvorstellungen, die wir haben. Wir haben gesagt, 700 Millionen Franken, das kennen Sie dann in der Vernehmlassungsvorlage. 700 Millionen, da wären also 100 Millionen Nennwert, wo man müsste die Kapitalerhöhung von der Partizipationskapital abzählen. Wären wir bei 600 Millionen, dann wären wir noch etwa bei 50 Millionen Kosten, wo man müsste damit rechnen, bei der Partizipationsschiene ist nicht gratis. Das muss jemand machen. Der Vertrieb von der und Verkauf von der Partizipationsschiene, der Handel, der würde etwa 50 Millionen machen, der würde 550 Millionen rausschauen. Das ist ehrgeizig. Das Ertragsziel ist ehrgeizig. 550 Millionen auf eine Tranche von, auf einen Gesamtbetrag von 100 Millionen Nennwert. Partizipationskapital. Und da ist sie ist bei den anderen beiden Varianten nochmal skeptisch, wahrscheinlich eher ablehnend bei der Rechtsformänderung. Und das wird sich dann auch wieder weisen. Das, was ich jetzt sage, ist natürlich aufgrund von der intensiven Auseinandersetzung, die wir bis jetzt schon hatten. Aber es wird sich dann auch weisen, wie das rauskommt im Rahmen der Vernehmlassung. Da kann sich ja die Bank noch mal äußern. Gibt es noch weitere Fragen? Herr Krüng noch mal. Vielleicht noch eine letzte Frage, Herr Landammer, zu den Heimfallverzichtsentschädigungen. Können Sie dort noch etwas sagen dazu? Bei diesen 400 Millionen ist dort zum Beispiel Rheinburg-Schwörstadt schon eingerechnet oder separat? Dort müsste der Peter Heimann sagen, was wir für Beispiel haben. Also wir haben sicher demnächst Klingnau. Dann gibt es aber noch weitere. Peter Heimann. Ja, der Hauptteil der Heimfallverzichtsentschädigungen ist erstens Klingnau, Grössenordnung 180 Millionen.
Und der andere Teil, man hat ja bei KRS, also Kraftwerk Rieburg-Schwörstadt, ja bereits die Heimfallverzichtsentschädigung gemacht, aber anstatt eine Entschädigung in den Kanton überzukommen, hat er Aktien bekommen. Und in diesem Bereich ist der Aktienverkauf in der Grössenordnung von etwa 200 Millionen ebenso berücksichtigt. Das sind eigentlich die beiden Hauptpunkte und daneben gibt es noch ganz wenig kleinere Sachen. Noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, wären wir am Ende der Medienkonferenz. Mit Dank für die Aufmerksamkeit und der Landammann Roland Progli würde jetzt noch für Einzelinterviews bereitstehen. Besten Dank.